denke, dass dieses Land ein paar Feiglinge mehr als die 137 und jene, die sich vor ihrer Aufgabe gedrückt haben, hat. Das ist aber gar nicht der Grund, warum wir heute wieder zahlreich spaziert sind, sondern zahlreich spaziert sind wir, weil wir nicht nachlassen dürfen. Wir sind nicht so schizophren wie eine Philippa Strache, die gegen etwas ist, aber dann dafür stimmt. Wir haben einen Standpunkt seit 22 Monaten und den müssen wir weiterhin austragen. Und ich muss eins dazu sagen, was ich bei der letzten Sache schon erklärt habe, nutzt neben den Spaziergängen alle rechtlichen Möglichkeiten, die ihr habt, unterschreibt Petitionen, erhebt Einsprüche und es ist aktuell immer noch im Gespräch im Parlament die Änderung des Arzneimittelgesetzes. Bitte, wenn wir es zuletzt geschafft haben, knappe 200.000, was eh lächerlich ist, Stellungnahmen im Parlament zu haben, setzt euch an den PC, nehmt das vorhin verteufelte, zu Recht verteufelte Smartphone und macht eure Stellungnahme gültig, indem ihr Einspruch erhebt. Das ist das, was dieses Land laut Verfassung hat, eine Demokratie, in der der Bürger, nämlich der mündige Bürger, der souverän ist. Und jeder, der aufsteht und meint, dass er Rechte hat, der soll sich bitte auch die Pflichten antun und seiner Stimme Gehalt verschaffen und Gesicht zeigen. Nicht nur auf einer Straße mit oder ohne Maske, wobei ich ohne Maske definitiv bevorzuge, weil ganz im Ernst, ich weiß, man fürchtet die Strafe, aber ich glaube, wer inzwischen Angst haben muss, ist die Regierung und das ist auch vorhin schon zur Rede gekommen. Wer heute für die Freiheit und gegen Maßnahmen auf die Straße geht und diese Maskerade mitmacht, der heuchelt in meinen Augen ein bisschen. Aber das ist nicht das Ding. Das Ding ist, dass ich sage, 200 Einsprüche oder 200 Statements im Parlament, das können wir toppen. Wir haben aktuell in diesem Land roundabout, wenn man den Medien glauben darf, 1 Million Menschen, die aus irgendeinem Grund nicht geimpft sind oder aktuell gerade ihren genesenen Status verloren haben, weil das verkürzt worden ist, oder ihren Impfstatus verloren haben, weil sie noch nicht die, weiß ich nicht, wie viele Boosterungen erfahren haben. Und wenn dann nur 200.000 Leute die Energie aufbringen, 5 Minuten am PC zu sitzen, dann ist das schade und deswegen lade ich alle herzlich ein, die jetzt noch zugegen sind, das tunlichst zu machen. Schaut's bei der Innenministerium-Homepage rein, schaut's bei der Parlaments-Homepage rein, schaut, was in diesem Land beschlossen werden soll, lest euch das durch und werdet aktiv. Und wir sehen uns natürlich am Sonntag trotzdem. Danke und einen schönen Sonntag! Leute, bleibt's geil, geht's steil. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Danke.